Studiengebühren an Hamburger Hochschulen. Seit einem Jahr müssen Hamburgs Studenten 500 Euro pro Semester berappen. Hat sich seither überhaupt etwas verändert? Etwa die Verbesserung der Lehre? Warum sind Gebühren eigentlich eingeführt worden? Wir fragen den hochschulpolitischen Sprecher der CDU und treffen ihn dort, wo in Hamburg politische Entscheidungen getroffen werden. Im Hamburger Rathaus. Wir brauchen dieses Geld, um in eine gute Lehre weiter investieren zu können. Wir schleppen einen Sanierungsstau vor uns her, den wir aus Steuergeldern so nicht mehr finanzieren können. Und deswegen haben wir uns für sozial gestaffelte Studiengebühren entschieden. Klar, die Hansestadt ist verschuldet. Studenten müssen ihr Studium selbst finanzieren. Die Hochschule als Dienstleistungsunternehmen. Die Spitzenkandidatin der Grünen bewertet Gebühren so. Ja, die haben wir ja nicht eingeführt. Die ist ja sind von dem CDU-Senat eingeführt worden. Angeblich, um sozusagen die Hochschule zu verbessern, die Universitäten besser auszustatten. Das Traurige allerdings ist an der Sache, dass die Studiengebühren bisher nicht dazu beigetragen haben, dass vor allem die Lehre verbessert wird. Herr Beuys hat da ganz andere Informationen. Jüngst hat mir ein Professor erzählt, dass er so sehr erstaunt darüber sei, dass plötzlich nach 20 Jahren die Flure gestrichen sind, dass es Beamer in den Seminarräumen gibt und dass es Mikrofonanlagen gibt. Das sind erste kleine zarte Pflänzchen, mit denen ich mich aber nicht zufrieden geben will, sondern ich will wirklich sehen, dass jeder Cent, den die Studenten gezahlt haben, auch dorthin fließt, wo er hingehört, nämlich in eine Verbesserung der Lehre. Kommen die Gelder wirklich an? Das wollen wir von den Gebührenzahlern wissen. Wir müssen mehr arbeiten, das heißt weniger studieren und das heißt auch gleichzeitig, das BAföG wird gestrichen, da man mehr Fehlscheine hat. Ja, man kommt nicht weiter mit dem Studium. Nicht jeder von uns wird von den Eltern unterstützt. Ich gehöre auch dazu. Ich muss ja irgendwie über die Runden kommen. Und das heißt, das Studium wird halt länger dauern. Ich habe das Gefühl, dass sich eigentlich gar nichts verändert hat, außer dass uns irgendwie 1000 Euro aus der Tasche gezogen wurden. Nein, gar nichts. Nichts hat sich hier verändert. Also wir haben nur ein Tutorium dann mehr. Das war's. Bis auf die neue E-Mail-Adresse hat sich hier gar nichts geändert. Also hier an der Uni hat sich gar nichts verändert. Ich glaube einfach nur, es hat sich verändert, dass wir viel mehr arbeiten müssen, um das Geld aufzutreiben. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die eigentlich versprochenen Bibliotheksverbesserungen sind nicht eingetreten. Und also die Betreuung, die ja eigentlich auch besser werden sollte, hatte ich auch nicht das Gefühl, dass die besser geworden ist. Die Computer sind uralt und die Versionen der Programme sind uralt und so. Letztes Semester ist mir aufgefallen, dass ganz tolle 1-Euro-Jobber sich darum gekümmert haben, dass hier nicht mehr an bestimmten Punkten geraucht wird auf dem Schulhof. Die eigentlichen Verbesserungen, wie zum Beispiel Bibliothek oder bessere Lehrmittelanschaffungen, sind bis jetzt meiner Meinung nach noch nicht so wirklich eingetreten. Aber mal sehen, was da noch kommt. Ich finde einfach, das ist ein Skandal. Erstens, wir zahlen uns dumm und dümmlich und wir merken hier nicht mal irgendwelche großartigen Veränderungen. Okay, ein Tutorium haben wir mehr bekommen, TM, aber ich meine, es soll ja uns zugutekommen. Aber irgendwie merken wir davon irgendwie gar nichts. Die ganzen Professoren haben ganz neuen Laptops und dann auch nicht irgendwelche, sondern die T-Reihe von IBM T60-Reihe. Die Studenten spüren von einer Verbesserung also nichts. Wie kann man das ändern? Gebührenbeitrag hoch? Gibt es überhaupt eine Alternative? Wir sind hoffnungslos unterfinanziert. Wir haben keine Exzellenz bisher, zumindest nicht breit nachweisen können. Und deshalb plädieren wir als GAL und haben das auch entwickelt für eine Wissenschaftsstiftung, die so gut ausgestattet ist, dass sie entsprechend für Wissenschaft und vor allem eben Forschung, auch Forschung in Kombination mit Unternehmen, für wichtige Fragen entsprechende Gelder generiert. Wissenschaftsstiftung, sagt also die GAL. Wie sieht es mit einer staatlichen Kreditfinanzierung aus? Das halte ich für den völlig verkehrten Weg. Wir schleppen eine Schuldenlast vor uns hin, die eines Tages unsere Kinder und Enkelkinder bezahlen müssen, weil dann der Staat nämlich irgendwann, wo ähnlich wie Berlin jetzt schon pleite ist. Die CDU-Fraktion und auch der CDU-geführte Senat haben klar und deutlich gesagt, wir werden für Investitionen keine weiteren Schulden aufnehmen. Deswegen wird es auch keinen Cent über Schulden finanziert für die Wissenschaftspolitik geben. Der Experte sieht das anders. Investitionen in Humankapital trägt langfristig selbstverständlich Zinsen. Von daher wäre eine Kreditfinanzierung von Bildungsinvestitionen, die jetzt stattfinden,
eine sinnvolle Investition, denn man kann davon ausgehen, dass die positiven Effekte durch eine verstärkte Investition in Bildung bzw. durch eine Investition, die den Hochschulen zugutekommen, dass dies natürlich zukünftigen Generationen ebenfalls positiv spürbar zugutekommt. Am 24. Februar ist Bürgerschaftswahl in Hamburg. Zu Studiengebühren gibt es unterschiedliche Meinungen, insbesondere auf Seiten der CDU und der GAL. Andererseits gilt Schwarz-Grün als potenzielle Option. In Altona klappt dies bereits seit 2004. Ist in ganz Hamburg so eine Koalition möglich? Es wird davon abhängen, ob die Parteien auf ihren Standpunkten beharren.